Hallo zusammen. Heute möchte ich euch wieder mal ein paar Sachen zeigen, speziell im Pro 10 Bereich oder 1 zu 12er, diese ganzen Pancars. Heute geht es euch darum, die Reifen, wie man die pflegen kann oder sollte, wie auch die ganze Behandlung, so Schleifen, Kleben etc. Das ist eigentlich eine Einführung, mehrheitlich gedacht für Einsteiger, die das nicht so gut kennen. Oder vielleicht Leute, wo ich vom Turnwagenbereich kommen, ist doch was anderes mit Moosgummi zu fahren als mit Gummireifen. Okay, fangen wir mal an. Also eigentlich ist klar, die Reifen beim Pro 10 zum Beispiel sehen so aus. Wir hatten Vorderreifen, Hinterreifen. Die kann man fertig kaufen, verschliffen, verklebt, einwandfrei. Zum Beispiel wie diese von GRP. Die sind so um die 15 Euro das Hinterpärchen und ein Vorderersatz kostet, ich denke mal, um die 11 Euro. Ist eine gute Sache, weil eben sie sind verklebt, sie sind verschliffen, das heißt, du kannst die rausnehmen aus der Verpackung und du kannst sie gleich montieren und fahren. Nichtsdestotrotz würde ich etwas machen, wenn man Reifen neu kauft oder neu montiert, auch wenn sie Chaco oder egal was es ist. Es kann immer sein, dass von der Fabrik her gewisse Fehler beim Verkleben passieren. Das heißt, dass sie nicht sauber geklebt sind. Wenn du die aufziehst nachher und fährst, hast du sehr schnell einen Fetzen weg. Und dann ist der Reifen für dieses Rennen futsch. Gucken wir mal, so sieht ein neuer Reifen aus. Ist klar, schön gemacht. Was man hier vor allem sehr gut erkennen kann, es ist die Kante ist ganz schön gerundet hier. Das ist wichtig. Gleich nachher noch wieso. Hat vier Löcher, Aufnahme in die Zentrale. Ich würde einfach schnell gucken, ob der Reifen sauber verklebt ist. Das macht man eigentlich so. Man geht hin, man zieht einfach am Gummi hier mit dem Daumen, okay? Zieht da ein bisschen und zieht eigentlich, ob der Gummi von der Felge kommt. Speziell hier an der Kante. Das ist hier sicherlich nicht der Fall. Sieht sauber aus. Ich würde es einfach machen. Es wäre schade, wenn der Reifen schon kaputt geht. Innen genau das gleiche. Guckt schnell, drückt da Daumen hin, zieht runter. Und wenn der Gummi lose wäre oder die Klebstelle nicht sauber, dann seht ihr sofort, dass es weg ist. Das würde dann eigentlich so aussehen, wenn ihr jetzt einen Reifen habt. Der ist jetzt gebraucht. Gefahren am Wochenende, nicht gepflegt jetzt. Ich sehe gleich warum. Er ist auch dreckig schön. Was das erste, was man feststellt, ist, sagt man, Gummireifen weniger, ist der Durchmesser der Reifen verändert sich. Man hat einen Reifenabrieb, das ist das Moosgummi geht weg und der Reifen reduziert sich. Okay, neue Reifen gebraucht, wobei der noch sehr gut ist, speziell für Finale so, könnte man den noch verwenden. Was eigentlich wichtig ist, ist zu beachten, bei diesem Reifen ist, wenn ich jetzt hier den Daumen nehme und ziehe, seht ihr, was passiert. Okay, also der ganze Gummi hier löst sich. Okay, hier offen, das ist eigentlich die Klebestelle. Das heißt, der Reifen, der muss unbedingt geklebt werden. Wenn ihr jetzt so weiterfahren würdet, haut ihr euch hier einen ganzen Fetzen raus. Wie zum Beispiel hier. Da, dieser Reifenstück, dieser Gummi, ist weg. Das ist eigentlich nicht so toll, weil A, der Reifen fängt an zu vibrieren bei der hohen Drehzahl. Das geht auf die Kugellager, auf alle Aufhängungsteile, auf der Hinterachse. Das Auto wird extrem unruhig. Und speziell natürlich der Griff ist schlecht. Und in der Halle kippt dir das Auto nachher. Es hakt ein und kippt dir. Nochmal hier einfach, der Reifen sieht so eigentlich okay aus. Einfach, ihr müsst wirklich mit dem Daumen hingehen, guckt. Könnt ihr richtig sehen, da weg, das muss sekundenlang rein. Genau, ganz rundherum, hier geht's noch. Genau. Was jetzt wichtig ist, sekundenlang ist die zweitbeste Lösung. Die beste Lösung wäre eigentlich Partex. Ich kläre euch warum. Partex hat die Eigenschaft, es bleibt weich. Das heißt, wenn ihr klebt, der Moosgummi ist auch weich, wenn man ihn drückt, spürt man das. Wenn ihr mit Partex klebt, bleibt der Gummi weich und man hat nicht nur so eine harte Kante oder harte Rille wie vom Sekundenkleber.
Aber das geht nicht bei Rennen, weil der Partex braucht ziemlich lange zum Austrocknen. Sicherlich eine Nacht oder vielleicht noch länger, sonst hält er gar nicht gut. Ich mache jetzt diesen Reifen mit Sekundenleim. Ich zeige euch, was ihr achten solltet. Okay, Sekundenleim, eigentlich müsste man eine Brille anziehen. Macht wahrscheinlich auch fast niemand bei Rennen. Einfach als Tipp, dass ihr keine Tropfen in den Augen habt. Wenn ihr jetzt Sekundenleim reinmacht, lasst den Gummi nicht so schnellen, okay? Macht das nicht. Wenn ihr es so macht, gegen die Augen, ihr könnt sicher sein, ihr erwischt was in den Augen. Das wollt ihr nicht. Okay, also wenn ihr macht, hebt den Gummi an mit dem Daumen, lasst den Sekundenleim ganz wenig rein. So. Dann loslassen, drücken. Okay, das reicht schon. Wartet ein Weichen. Hier haben wir was Spezielles. Das ist eigentlich gar nicht gut. Das müsste man so wie Partex machen. Ich mache es jetzt trotzdem mit Sekundenleim, weil auf der Rennstrecke hat man eh keine Zeit. Hier ein paar Tropfen rein. Langsam zumachen. Okay. Jetzt seht ihr Sekundenleim, der tropft über. Den ziehe ich jetzt schnell ab. Mit einem Tuch. Mach das ganz einfach. So. Okay. Das lassen wir jetzt austrocknen. Genau. So geht ja eigentlich so jetzt nachher beim ganzen Reifen rundum, bis der wirklich sauber verklebt ist. Und nichts mehr, ihr nichts mehr wegziehen könnt mit dem Daumen. Rundum schön machen. Das lohnt sich auf jeden Fall, aber wenn ihr es nicht macht, haut euch Fetzen raus und dann kommt eine größere Reparatur, wenn ihr schon kaputte Reifen habt. Wie zum Beispiel ich hier. Könnt ihr solche Stücke nehmen, ausschneiden vom Reifen. Seht ihr hier, schön weggezogen, ne, mit dem Messer. Haut ihr gerade Stücke raus, ich zeige das euch mal später. Könnt ihr es einkleben und sauber reparieren. Aber dass es nicht so weit kommt, kleben wir jetzt hier sauber. Okay, gut. Am Schluss, als Empfehlung, würde ich einfach schauen, dass ihr noch einmal innen hier an der Kante, ganz innen an der Felge, schön Sekundenleim zieht. Ne? Das reicht. Nicht über die Reifen. Den lasst ihr jetzt liegen, weil wenn Sekundenleim keinen Kontakt hat, mit zwei Flächen, wo zusammendrücken, trocknet der nicht so schnell aus. Also nicht in Sekunden, wie man es gewohnt ist, sondern das bleibt jetzt so für fast 3, 4, 5 Minuten. Wenn mit dem Finger hinkommt, merkt ihr, dass der Reifen peppt sofort an dem Finger. Das wollen wir nicht. Das lassen wir das austrocknen.